Willkommen wie immer zurück zum Boxenstopp. Willkommen zurück vom Platz 1. Alter, alle Welt hat gestoppt gerade. Ja, die sind alle in die Box. Ich bin jetzt Erster. Ja. Also gegen Bottas, der jetzt hinter mir ist, werde ich auch direkt fahren, weil der hat auch auf Dienstag gewechselt. Ich bin vor Hamilton rausgekommen, das ist gut. Das ist wirklich nice. Ich kann aber nicht sehen, was Hamilton für Reifen hat, weil da noch ein Alonso dazwischen ist. Boah, das ist krass, ey. Ich habe die Mikrolecks kommen bei mir gerade immer in Kurven. Und das ist mega anstrengend, wenn der Wagen dann halt das Heck halt übersteuert. Ich kann halt nichts machen wegen den Übersteuerproblemen. Das ist hart anstrengend. Vielleicht muss ich die Settings doch nochmal auf nicht Benutzer definiert, sondern auf irgendwas Abgestimmtes, Schwächeres stellen. Was sagen denn meine Reifen? Aber mein DRS ist noch 36 vorne links. Also links ist auch hart belastet. Bei den Reifen, mehr als rechts. Ja, ja. Aber bei den Geschwindigkeiten, ne, und Hochgeschwindigkeit, nur rechts, also rechts vom Kurs, ist halt schon klar. Was ich gemerkt habe, ist, dass hinten links am meisten leidet. Perez hat Sainz überholt. Perez ist jetzt Zweiter auf Supersoft. Ja, bitte, ja, wohl kaum zu Ende fahren. Ich würde mir vorstellen, dass der halt gleich auch auf Mediums, also auf Soft geht, weil der halt wieder seine Reifen 10 Jahre fahren kann. Warum auch immer das so eingestellt ist. Solange mich jetzt aber nicht einholt, ist mir erstmal herzlichst egal. Also erster Sektor ist gut, Liederzeit. Ich merke, wie mein Heck übersteuert. Der erste Sektor bin ich auch immer lila. Das Problem ist aber auch nicht der erste Sektor. Oh, Hamilton hat sich direkt an mein Heck gehangen. Oh, halt ihn einfach hinter dir. Aber Hamilton ist auf Soft unterwegs. Das heißt, er muss nochmal. Er wird halt wohl kaum auf Soft zu Ende fahren. Ja, ich muss auch nochmal. Jo. Gerade hinter Ocon. Der ist auf Super Softies unterwegs. Ich glaube, ich ziehe den Boxenstopp auch. Welche Runde gehst du wieder rein? Gar nicht. Oh, mehr. Gehst gar nicht mehr, okay. Ich fahre durch. Ja, ich werde jetzt noch gucken. Solange ich die Rundenzeiten grob so halten kann, werde ich noch nicht in die Box gehen. Weil ich will halt Lücke aufbauen auf jeden. Okay, ihr seid nicht viel schneller als ich. Das ist gut. Erstmal. Da ich ja verbrauchte Reifen fahre. Oh mein Gott, willst du mich verarschen, Hamilton? Der hat mich gerade abgeschossen, der Junge. What? Der hat mich beim Anbremsen einfach komplett gedreht. Hinten was? Aufs Heck draufgefahren, einmal quergestellt gegen die Fahrtrichtung. Oh, das ist mies. Ja, jetzt bin ich Elfter, anstatt Fünfter. Flügel noch ganz? Alles ganz, aber... Okay, immerhin, sagen wir mal so, du weißt selber, es ist sau ärgerlich, ja. Aber so kannst du halt wenigstens noch was machen. Es war nicht mal so, als ob irgendwo offen war, wo er hätte vorbeiziehen können, weil ich selber auf dem Überholmanöver gegen Ocon war. Er ist mir einfach nur volle Kanne hinten drauf gefahren. Meine Fresse, Alter. Was ein Schweinepriester. Was ein oller Fatzke. Das Problem ist halt, ich bin jetzt halt hinter Gegnern, die auch nicht mehr stoppen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich fighten. Das ist bitter. Ich hätte gerade nämlich einfach nur safe fahren können. Ich hätte ihn sogar vorbeilassen können, wenn er mir zu sehr auf den Sack gegangen wäre. Ja. Aber jetzt muss ich halt tatsächlich fighten. Jesus. Das war gar nicht mal so knapp. Den vorne möchte ich auf jeden Fall haben, weil es Ricciardo ist. Ja, also von mir aus, ich habe auch kein Problem, Fünfter, Sechster, Siebter, also Fünfter, Sechster zu werden, solange ich halt wirklich nur die Großen vorne habe, ne? Oh, fuck, da habe ich mich verbremst. Die Runde darf ich jetzt nicht werten, im Vergleich. Oh, Perez war in der Box.
Der wird jetzt entweder gelbe drauf gekriegt haben oder sogar Walze. Oh. Es fahren viele Einstopp hier vorne, zumindest die jetzt vorne sind, aber ist klar. Die zwei Stopper sind halt jetzt noch dahinter. Werden halt erst gegen Ende wieder überholen. Aber eigentlich ist es noch für die zwei Stopper nicht Zeit, den zweiten Stopp zu machen. Uff! Okay, stimmt. Das heißt einfach nur, dass die Spitzenleute alle dieselbe Strategie jetzt ausgesucht haben und nur aus dem Mittelfeld die Leute, die zwei Stopp wählen, offensichtlich größtenteils. Aber ich glaube auch, die Sainz Magnussen sind mit Weiß gestartet. Die Rundenzeit dürfte jetzt halt für den Arsch sein. Das klang nicht gut, da habe ich Controller-Vibrationen gehört. Ja, das war, Flügel? Nee, alles noch heil, alles noch heil. Ich habe nur mega Traktion verloren tatsächlich auf den Mediums. Ja, ich merk's auf den gelben selbst, dass die Traktion, es ist sehr schwammig ohne, also mit zwei nach rechts, ne? Es ist halt nur diese eine Schikane im letzten Sektor, aber die habe ich gerade einfach komplett Traktion tatsächlich verloren. Alles hat gefehlt. Ja, ich kenne das. Ich drifte da auch gerade jede Runde durch. Und das war nicht schön. Das war nicht schön. Ich habe einfach nur vom Gas leicht Bremse versucht, irgendwie den Wagen gerade zu halten, auf der Strecke zu halten. Ja, nichts kaputt machen. Hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe nicht mal einen Platz verloren, weil ich ein bisschen aggressiv dann Verteidigungsmanöver gefahren bin. Aber ich will diese Runde noch nicht rein, liebe Box. Will noch eigentlich zwei fahren. Und solange ich die Zeiten jetzt fahren kann, kann ich mir sogar eher überlegen, noch auf Supersoft hinten aus drauf zu gehen. Ja, eben, das sage ich ja. Das ist deine mögliche Win-Strategie. Solange wie möglich das Ganze hinauszögern. Und zu gucken, solange ich die Zeiten fahre, wie ich sie jetzt fahre. Also, ich fahre 1,27, also klar, ich bin gerade 1,29 gefahren, aber da habe ich den Wagen auch ein bisschen weggeworfen. Aber ich fahre jetzt schon wieder eine 1,27,6. Und das ist eine super solide Zeit auf abgefahrenen Gelben. Ja, solange ich die fahren kann, warte ich halt. Also solange ich unter 1,28 bleibe, gehe ich nicht an die Box. Also sobald ich dann 1,28 stehen habe, gehe ich in der nächsten, gehe ich die Runde dann rein. Wie lange halten die Runden? 10 Runden schaffen die, ne? 10 Runden also. Ist Maximum, was ich denen anzumuten würde, ehrlich gesagt. Optimale Nutzung ist irgendwas mit 8 oder so. Ja, versuchen wir es mal. Da müsste ich Runde 20 rein, ne? Boah, da müsste ich auch noch eine Weile. Ne, Runde 19 würde passen. Du würdest ja in Runde 19 reingehen und auf 20 starten, dann... Ja, stimmt. Dann habe ich halt... Also, ja, das früheste ist Runde 18 für dich. Ja, Runde 18. Ah, okay, ich muss gleich früher rein. Ich zieh gelb auf. Nochmal. Geh auch jetzt rein. Weil... Der eine Reifen ist auf 60%. Ich will den Breakpoint nicht haben. Wenn der Breakpoint mich gleich erwischt in der Kurve und wir haben keine Traktion, weil wir nach rechts gehen mussten, dann tut das viel zu sehr weh. Jo. Mal schauen, wo ich rauskomme. Bin ich auch mal gespannt. Könnte sogar vielleicht sein, dass du vor mir rauskommst mit den ganzen Aktionen, die mir noch passieren. Ja, durch deine Aktionen halt, ne? Weil das mit Hamilton hat mich locker 10 Sekunden wahrscheinlich gekostet. Nee, du bist vor mir. Aber ich werde dich halt fighten können. Was vorher halt wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Ich würde halt auch, wenn es jetzt richtig eng wird, würde ich sagen, lass mich erstmal vor. Ich lass dich notfalls zurück überholen. Wenn ich halt das gar nicht halten kann. Wow, sorry, wenn ich dir jetzt ein bisschen blockiert habe. Nee, ich war selber jetzt gar nicht so schnell unterwegs. Aber ich kann halt jetzt erstmal feuern mit Gelben. Ich glaube, da dürfte ich halt ein bisschen wegziehen können. Auf frischen Gelben. Jo, solltest du. Raikön muss ich kriegen, ne? Ja, der ist letzter Stint, genauso wie ich. Ich muss ihn ja auch kriegen. Brauche ich mal kurz ein bisschen Fett. Ich habe schon aufgehört, Fett zu fahren. Oh.
Fünfter, Sechster, wenn wir das nachher haben, wäre schon okay. Rein theoretisch muss Hamilton noch einmal rein. Hamilton vor uns? Yep. Müsste eigentlich. Also ich weiß nicht, wer Dritter ist. Die ersten beiden sind definitiv nicht Hamilton, ist keiner von den Top-Teams. Da ist Magnussen und Sainz. Okay. Wo ist er denn dann gelandet, nachdem er mich wegkassiert hat? Der Junge. Weil ich war ja Ewigkeiten Chef. Er kann ja Dritter sein. Ich sehe es halt nicht. Achso, ja. Er holt auch gerade jemand richtig heftig auf. Einer geht an die Box. Sainz ist an der Box. Ich denke, Hamilton ist der Zweite. Oh, ich glaube, ich bin halt... Okay, ich habe aber jetzt gerade noch Fett. Soll ich mir jetzt nicht vergleichen. Fett und den besseren Reifensatz. Raikön, ich bin schneller als du gerade unterwegs mit DRS. Das ist dir bewusst? Ja. Ich bin eher verwundert, dass ich noch keine einzige Verwarnung für Abkürzen bekommen habe. Im letzten Sektor sind die relativ großzügig, weil die Ideallinie ja auch so komisch über die Curbs geht. Boah! Curbs, ey! Ich habe ganz knapp die Curbs mitgekriegt, links, beim Anbremsen. Und das hat meinen Wagen komplett zerrissen. Das ist gefährlich, ja. Und trotzdem schnell zur Rennrunde. Nice. Raikön! Okay, ich kann da vorziehen. Magnussen an der Box. Bottas 1. Hamilton muss an der Box gewesen sein dann. Ja. Bottas führt. Ich muss erstmal auf Standard gehen. Ich hab nur noch 0,3 Runden. 0,03 Bottas Runden. Bottas hat aber auch weiß. Ja. Ich kann jetzt fighten. Ich kam um die Sieg. Perez fight. Ist hinter mir. So, ja, fucking ernst. Aber meine schnellste Runde ist aber natürlich mit DRS passiert, ne? Wurde zwar von Raikön eingebremst, aber in der DRS-Zone hatte ich halt zweimal DRS bekommen. So, Bottas. Du, ich. Du, ich, RCS. Du kannst aber Raikön, glaube ich, sogar noch kriegen. Ich gebe halt Gas, ne? Wenn ich ihn kriege, ist geil. Ich glaube, du holst gerade gut auf. Ey, wenn wir beide aufs Podest fahren würden, das wäre ja mal so geil. Ja, ich will halt meinen Wagen nicht zu sehr treten, aus Angst, es könnte in der Arbeit passieren, weißt du? Ja, die Reifen bei dir halt jetzt auch, ne? Ja. Also ich kann meine Reifen treten, das ist halt Bombe. Relativ. Also ich versuche natürlich trotzdem relativ entspannt zu fahren. Oh, noch mal eine Sekunde schneller! Wow. Da komme ich bei Zeit. Die war aber auch. Die war unglaublich gut. Ich habe jede Schikane wirklich genauso erwischt, wie ich sie erwischen möchte, ne? Das war wirklich eine schöne Runde. Also ich glaube, die kann ich bei weitem nicht nochmal so fahren. Ich glaube, jede Schikane bin ich exakt auf die Ideallinie gewesen, vom Abbremsen, vom Tempo, genau am Limit. Und da. Das ist ja das Einzige, was auf dieser Strecke halt so das ausmacht, ne? Naja. Fahr die Schikanen richtig an, bremst richtig an und gönn dir. Jetzt muss ich schon bisschen aufs Gras gekommen. Muss ich schon ein bisschen weniger Gas geben, damit ich Bottas nicht hinten drauf fahre. Gib mir Fett. Ich weiß, ich gehe dann durch gleich ins Minus. Aber das wäre die Möglichkeit, jetzt anzugreifen mit Fett. Nein! Schon wieder diese. Diese Schikane einfach so schlecht genommen. Ich hole langsam auf, aber nicht, wenn ich die Schikane so nehme. Die Schikane habe ich einfach wieder komplett vernödelt. Jesus.
Ja, und direkt Minus gemacht in der Runde. Richtig. Richtig. Komm, Jan, wir können das schaffen. Du hast eine halbe Sekunde aufgeholt im Anfang zweiten Sektor und dann im dritten Sektor die Sekunde komplett wieder weggeworfen. Ja. Kotzkotz. Die zweite Schikane, die finde ich richtig geil, da holt man richtig schön auf. Ich habe halt Angst, zu nah hinter Bottas herzufahren, aber ich muss es gleich irgendwann riskieren, sonst... Ich habe Angst, dass irgendwann die Traktion mich beim Rausbeschleunigen fickt. Tatsächlich. Ja. Weil ich merke, dass teilweise schon wie so der Wagen so einen leichten Schlenker immer nach rechts machen möchte, nach innen. Ja, kenne ich aber. Das ist halt das, wofür ich mich am meisten fürchte, tatsächlich hier. Dass der Wagen einfach komplett in Abgang macht. Ich fahre lieber den dritten Sektor ein bisschen langsamer, solange ich überhaupt Gewinn mache über die Runde. Ja. Ich traue mich nicht, wenn ich so nah dran bin, da mit ihm in die Eisen zu gehen. Ist auch besser so. Ist auch besser. Das ist halt so. Ja, aber es ist die Möglichkeit, überhaupt zu überholen. Das war wiederum eine neue persönliche Bestzeit von mir. Ich klebe ihn halt hinten dran. Das ist halt so. Boah. Und dann nehme ich die erste Schikane. Echt? Ich bremse die mittlerweile alle lieber ein bisschen früher an, weil du ja so viel besser dadurch fahren kannst. Oh, warte, nicht drin. Jetzt bin ich halt hinter ihm wieder, weil ich ihn die Tür nicht zumachen wollte, weil ich Angst hatte, dass er mich dreht. Ah! Oh. Und weiter geht's. Wieder hinter ihm und ran. Aber ich bin gerade gut an Raikön rangekommen, tatsächlich. Ich habe den zweiten Sektor sehr schön genommen. Und ich habe den dritten Sektor komplett in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie kann das sein, dass du ein minimales Einlenken mich auf einmal komplett die Kontrolle verlieren lässt über die Bahn? Dass der auf einmal nicht mehr steuerbar wird. Das ist so abartig im letzten Sektor. Nur 3 Sekunden verloren in der Runde. Ich möchte das gar nicht wissen, ja. Tito. Das war's mit Podium. Das sehe ich nicht mehr. Noch sind es 5 Runden, ne? Ja, aber ich habe vorher nur halbe Sekunden Schritte aufgeholt. Und ich habe mir gerade 3 Sekunden zusätzlich wieder draufgeballert. Ja, okay. Das wird nichts mehr. Es sei denn, ich mache jetzt gleich einen mega Fahrfehler oder so. Aber... Ja. Oder ich fange an, den dritten Sektor die Schikane zu nehmen wie ein junger Gott. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber beides finde ich jetzt nicht wirklich wahrscheinlich. Wow! Oh, immer in dieser Kurve. Boah. Oh, mir tut's auch mega leid, Zuschauer, wer sich das hier gerade noch antut, wenn Ton vom Spiel und Bild nicht mehr synchron sind wegen den Lags. Das habe ich selber mal bemerkt. In einer der letzten Sessions ist das passiert. Irgendwas am PC ist da kaputt. Ding. Ah, schon. Auch, vielleicht ist das Aufnahmeprogramm auch mittlerweile outdated. Und verbraucht zu viel oder sowas. Keine Ahnung. Könnte auch an der Soundkarte liegen, tatsächlich. Ja. Dass die nicht damit klarkommt, dass dein Aufnahmeprogramm halt deine Audiospur dann noch separat abgeben muss. Das ist halt ein bisschen. Ich muss sagen, mein Überholmanöver, das zweite, war jetzt halt richtig assi. Oh, das sah aber auch nicht smooth und Raikön aus um die Kurve, ne? Der Punkt da gefahren ist. Wie gesagt, ich komme näher, aber nicht schnell genug. Wie viel hast du Rückstand? 3 Sekunden? Gerade hatte ich noch 3,6. Aber am Ende der Runde werden die Schärfen gezählt. Ja, 2,5 Sekunden wären es bei 1,5 Sekunden Schritte.
Außer meine Reifen. Merkt das jetzt. Ich kann die Kurven schon nicht mehr so rausbeschleunigen, wie ich es eigentlich muss. Ich verliere halt teilweise echt Top Speed. Und ich vermute, dass er die krassen Probleme noch nicht hat, weil KI halt, ne? Ja. Boah, diese mir passiert das aber auch, Jan. Ich ziehe aber immer noch viel zu früh nach links rum in der Kurve, wo du jetzt bist. Ich lande immer auf der Mitte der Fahrbahn mit Blickrichtung links. Ich habe immer das Problem, die erste Linkskurve ist okay von der Schikane, dann die Rechtskurve gefühlt. Ja, da fängt an das Heck einfach wegzuschwenken. Da geht's einfach weg. Du willst aber halt auch nicht komplett in die Eisen gehen. Einmal bist du einfach nur am Arsch. Ja, jetzt tue ich sogar nur 0,3 Kurven darauf. Meine Reifen lassen jetzt aber auch nah. Kann sein, dass die gleich an mir beide hängen. Weil die ja keine Probleme haben, irgendwas tun. Weil Bottas. Ne, Bottas ist genauso schnell wie Raikön. Oh, die fahren aber. Ja, okay, aber du hast halt scheiß Reifen, ne? Das ist halt so. Darf ich ja jetzt nicht mit meinen Zeiten vergleichen, weil ich halt noch mehr powern kann. Nach hinten gucken ist nicht gut. Grüne Reifen wollte ich nicht. Ist kein Intermediate-Wetter. So, als reinschieße. Oh nein, 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 nein. Oh nein, Bottas. Tu's nicht. Tu's nicht. Ich weiß, du bist schneller. Ich weiß, du bist viel schneller gerade. Nein, 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 nein. A-U-B. Du musst jetzt bremsen. Bottas, du musst jetzt bremsen. Jawohl. Oh. Ich habe gerade auch die Kurve weggeschmissen, die du gerade schon tausendmal weggeschmissen hast. Da habe ich auch bestimmt 3 Sekunden jetzt insgesamt auf meine beste Zeit liegen lassen. Naja. Vor 2 Sekunden auf Schnitt. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem. Es ist halt einfach so ärgerlich. Hätte Hamilton mich hier einfach komplett weggenödelt, wäre ich erster geworden. Hätten wir doch mit sich gefeiert, eventuell. Bin ziemlich sicher sogar. Ja, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, ob ich das jetzt hier auch verteidigt kriege. Weil ich fahre jetzt auch langsam kacke, meine Reifen. Ja, aber bei 42, das geht noch. Ist ja immerhin kein Alonso hinter mir, der da reinsticht oder sowas. Oder kein Verstappen, der einfach jedes Manöver probiert. Mein Heck überholt mich aber. Bei jeder Beschleunigung jetzt. Du musst halt weicher rausbeschleunigen und das fickt dein Topspeed halt. Auf jeder Grad. Auf der Strecke unglaublich heftig. Ja. Hauptsache hier letzter Sektor, Schikane, fahre ich jetzt halt nicht wie jemand, der instabil ist. Ich weiß auch, wo der Fehler liegt bei mir an der Stelle. Es ist einfach nur schlicht und ergreifend, dass ich innen auf die Curbs komme. Ja, du darfst eigentlich die Curbs die ganze Zeit nicht berühren. Erst auf den Rausbeschleunigungspunkt. Da darfst du drüber fahren. Vorher darfst du die Curbs nicht berühren. Ja, du darfst die ersten berühren, die erste Linkskurve in. Und die letzten. Und die letzten außen. Also ja. Die in der Rechtskurve, die außen kommen, ja. Ja, das wird jetzt noch. Aber zweimal wird er noch angreifen. Alter, der fährt jetzt sogar schneller als ich. Der fährt niedrige 26er-Zeiten der Raikön gerade, ne? Ja, das ist bemerkenswert. Bottas fühlt dich auch so an, als würde er das fahren. Auf abgefahrenen weißen Reifen. Krasser Shit. Ja, finde ich halt immer noch, dass die KI da komisch dran ist. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin mit meinen weißen Reifen ja aufgeholt mit niedrigen 6, also mit durchschnittlichen 26er-Zeiten. Jetzt dürften seine Reifen eigentlich abgefahrener sein als vorhin, aber er ist schneller als vorhin. Das finde ich auch ein bisschen anstrengend. Keine Ahnung. Wenn, dann soll es halt wirklich komplett realistisch sein. Oh, der kriegt halt jetzt wieder DRS und dann. Nee. War diesmal so gefühlt nicht ganz so nah dran. Na, Bottas, das ist aber nicht so nah dran wie gerade. Diesmal. Du wirst halt ansetzen, aber nicht vorbei. Du wirst ansetzen, nicht vorbeigehen. Du wirst nicht mal ansetzen. Okay. Kann ich mitleben? Einmal noch.
Nein, du willst jetzt Startziel was gegen mich machen. Ah, dafür bist du auch schon wieder zu weit weg. Gerade nicht mehr schlecht gefahren. Wer hätte gedacht, dass wirklich Monster unsere stärkste Strecke wird? Ja. Keiner. Mithalten und so? Keiner. Ich meine, wir fahren Renault, nicht Mercedes. Oh fuck, jetzt habe ich an einer ganz ungünstigen Stelle ganz viel Zeit liegen lassen. Ach, Boxencrew. Ich glaube, ihr habt immer noch keine Ahnung, wie man das Benzin gemischt wird. Ich fahre mit ein. Auf der letzten Runde, es gibt keinen Grund, auf 0,5 sitzen zu bleiben. Bottas, nein! Bottas, nein! Nicht da! Nicht da! Nicht da! Achtung, Achtung! Okay, Jan, du wirst vielleicht noch... Okay, vielleicht doch nicht. Bottas war gerade weg. Grüne Flagge. Es gab gelbe Flagge gerade im Sektor. Ja. Bottas hat sich, wir haben halt hart gefightet und der hat sich halt weggedreht. Hat sich aber leider fangen können, sonst wärst du halt... Wäre schön geworden. Gewesen, hätte der sich mit Spikeburn jetzt noch verteilt und nicht mehr dran vorbeigezogen. Das wäre episch gewesen. Erster Sieg, Jan! GZ, Josh, GZ. Nice, nice. Was ein Rennen, ey. Egal, mir tut's halt leid. Ich hätte den Sieg genauso gegönnt, weil du halt wirklich gut unterwegs warst. Ich schicke dir gleich den Ausschnitt, wo das mit Hamilton passiert. Da ist er! Da ist er! Genau du! Du hast einen guten Boxenstopp gemacht! Das lass ich auch laufen. Boah, mit Bottas und Raikön, ey. Ist eiskalt da oben. Alter Schwede. Perez 5, ne? Vielleicht hätte ich in dem Moment, wo Safety Car rauskam, doch auf eine 2 Stops wechseln sollen. Am Ende hätte es mir halt den Arsch gerettet, hätte ich schnellere Reifen. Ja, du wärst halt mit mir hinten gewesen. Das hätte halt dann gepasst, ne? Aber konnte wer ahnen, dass Hamilton mich abschießt? Nö. Ich hatte aber auch ein richtig anstrengendes Rennen zwischendurch, ne, deinem Feld. Also das war... Ja, mein Rennen war ja auch nicht einfacher, weil ich mich ja dann wieder... Gucken wir uns mal die Rangliste an. Wohohoho! Ja, Bitches, Red Bull Racing Typies. Ich bin 6. Alex am Wertung. Ja, ich seh's gerade. Nice. Easy! Jetzt gewöhn dich nicht zu sehr dran, wahrscheinlich zieht Ricciardo dich schon im nächsten Game wieder. Im nächsten Rennen wieder. Mal schauen. Konstrukteurstechnisch. So, was ist eigentlich das erste Rennen? Ich möchte das kurz nochmal hier, bevor wir jetzt hier die Folge beenden, möchte ich mir das mal anschauen. Die letzte, wo ist die? Punkt 1, Ergebnisse. Du kannst doch einfach auf Weiter drücken und willkommen in die Lobby. Ja, aber ich möchte halt gerade noch hier so Sachen, andere Sachen gucken. Die Vorfälle, wo ist Rennleitung? Vorfälle. Ja, Wehrlein Totalschaden, erste Runde, das habe ich ja noch mitbekommen. Stop and go Ocon. Ich habe ja schon mal weitergedrückt. Ja, ist okay. Sonst halt nicht. Das ist wirklich nichts passiert an Vorfällen. Ja, der hat wahrscheinlich nichts gekriegt für die Schweinerei. Nö, da war nichts, da war keine Vorfälle. Unser nächstes Rennen wird dann Singapur sein. Glaube ich, oder? Bestimmt. Ja. Da ist es. Singapur. Geiles Rennen, geile Karte. Ich freue mich drauf. Wir versuchen natürlich weiter, unseren 5. in der Gesamtwertung zu holen, im Einzel- und in der Konstrukteurswertung. Sind wir weiter auf der Jagd nach der Top 3. Und es geht vorwärts, endlich. Gott sei Dank. Ich will eigentlich immer noch Perez von da verstoßen. Ja, ich will Perez haben. Mir ist Ricciardo gar nicht mal so wichtig. Perez will ich haben. Ja, Red Bull kann besser sein von mir aus. Aber dieser fucking Force India, der vor uns ist, ne? Ja, genau. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen dieser Folge. Schaut auch nächste Woche wieder vorbei. Beide Sichten immer gerne parallel. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio. Hau rein.